Moin Leute, ich grüße euch zu einem weiteren Part unseres Let's Plays Ratchet & Clank 2. Wir sind hier im Finale. Und ja. Ich habe tatsächlich was nachgesehen. Noch schnell bezüglich eines, beziehungsweise der letzten Platinum Bowls. Ja, einer scheint wohl da drin zu sein, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, was ich abgecheckt habe, ob ich überhaupt auf dem Weg hier einen verpasst habe. Und ja, wir haben einen verpasst. Das ist nicht schön. Aber gut, ich will sowieso zurück, weil ich brauche Munition. Ich bin ein bisschen leer. Ja, cool. Ja, nach Möglichkeit nicht sterben, das ist natürlich nicht mein Ziel. Tatsächlich ist einer der Bowls relativ zu Beginn sogar schon einzusammeln. Aber wie gesagt, ich habe den komplett verpasst. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt gerade wieder zurückkommen können. Ich meine, im Grunde ist es nicht weit. Das sammeln wir schon mal mit ein. Sehr gut. Ah, perfekt. Munition. Let's go. Das hier ist sehr wichtig. Alter, habt ihr gesehen, wie viel Geld? Schlimm. Echt schlimm. Also, hier lasse ich wirklich einiges Geld liegen. Aber wir farmen auch ganz gut. Oh. Sogar komplett hier am Anfang, alles klar. So, und angeblich soll das Ding irgendwo hier sogar schon sein. Irgendwo hier so. Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo. Ach, da oben! Oh lol. Wait, kommen wir da so hoch? Ohne zu sterben? Kommt man da hoch? Weil wir rutschen ja hier. Oh, es sind Grindschienen. Lol. Okay, wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Cool. Cool, cool, cool. Da die Kohle, ne? Einmal hier was kaputt machen. Hallo, die Hunderte kommen rein. Okay, cool. Schnellreise ins Hauptquartier. Let's go. Sehr, sehr cool. So, ich habe Munition aufgeladen. Die nächste sollte... Ja, auf jeden Fall erstmal ein bisschen später sein. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal irgendwie zusehen, dass wir lebendig hier durchkommen. Tut es, wir haben ja hier schon ein bisschen aufgeräumt. Haben wir hier noch so irgendwo schöne Checkpoints? Nein, aber da hinten ist ja das Ende. Ja, mal gucken. Oh! Was mache ich hier? Da war ich gerade etwas zu nervös. Muss ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Cool. Ja, einfach was anvisiert wurde, was ich eigentlich gar nicht wollte. So, der Weg ist schon mal offen. Oh! Ach ja, genau, das war ja das Ding dann. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das hier jetzt nochmal aktivieren müssen. Ich weiß es nicht. Ich finde das hier etwas seltsam. Okay, so, ich mache erstmal die Bots wieder an. Let's go und Gefechtsturm. Boom. Genau. Und da hinten sehen wir doch schon wieder... Oh, zwei ganze Panzer.
Alter, die brauchen so viel Schuss. Das ist heftig. Okay, cool. Okay. Da drüben ist doch ein Laden. Uff. Das bedeutet doch, dass hier ist ein Checkpoint, oder? Es muss einfach einer sein. Oder auch nicht. Ha. Genau, da gibt es ja irgendwo so ein Secret. Okay, erstmal hier das hier machen. Wie funktioniert das hier nochmal? Das hat man auch länger nicht mehr. Genau, das war so. Ich blick gerade überhaupt nicht durch. Ich habe keine Ahnung, wo hier der Anfang war. Okay, das fängt da unten an. Dann da oben muss ich quer setzen. Ach komm, ich hab den da unten jetzt gedacht. Ja, das hier ist sowieso schon schlimm. Oh Mann, ich sehe das da oben immer nicht. Hier passiert zu viel. Man muss auf zu viel achten. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt er da oben. Das ist es nämlich. Das hier ist so ein sehr schwickiges Hacking. Das ich leider nicht so ganz verstehe. Oh! Yes! GG. Cool. Ja, aber was hat mir das jetzt gebracht? Ha. Ich habe keine Ahnung. Ach, da oben, guck mal da. Da, das Ding will ich haben. So, wie komme ich jetzt da hoch? Oh, hallo. Jetzt wird's witzig. Oh mein Gott, hier ist ja einiges los. Oh, jetzt respawnen die erst hier. Oh mein Gott. Sorry vor dem ganzen Geflacker. Da habe ich aber leider keinen Einfluss drauf. Nicht viel jedenfalls. Boah, wie heftig, ne? Richtig heftig. So, ah, guck mal. So, was haben wir? Wir brauchen den Traktorstrahl. Hatten wir lange nicht mehr. Und da kommt einfach eine Treppe. Wie cool. Ja, nice! Sehr cool. Autschen. Und wir haben jetzt alle Platinum Boats. Kriegen wir eine Trophäe dafür? Ja. Cool. Und da hinten ist auch schon das große Finale. Das heißt, wir werden uns jetzt diese Platinum Bowls jetzt alle schön einverleiben. Bam. 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 Oh, oh, oh. Erstmal kriegen wir noch ein paar Gäste. Ja, cool. Ja, was die aushalten? Das ist doch nicht normal. Ach, da kommt gleich die nächste Horde. Cool.
Eieieiei. Es ist so wild. Also das ist schon echt übel. War's das? Oder kommt gleich die nächste Horde? Da ist er, der Protopet-Duplikationsraum. Ich habe mich verspätet. Es gab Ärger mit den Wachen. Kein Problem. Genau rechtzeitig. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Sie will uns etwas sagen. Viel Spaß mit dem Hygienator. Denken Sie daran, mein Name ist Steve. Steve McQuark. Genau. Jetzt habe ich 1 Million Hygienatoren verkauft und kann die Rückkehr des größten Superhelden aller Zeiten finanzieren. Captain Quark. Ich brauche jetzt nur noch eine neue Galaxie mit neuen Fans, damit ich sie vor einer Katastrophe retten kann. Quark ist wahnsinnig geworden. Aber, Sir, ich verstehe das nicht. Mr. Fizzwidget! Das ist übel. Also gut, was zum Teufel geht hier vor? Ich kann es erklären. Ich werde die Galaxie von den Protopets retten. Und ihr werdet zum Staatsfeind Nummer 1. Oh, und 2 und 3. Wachen, schnappt sie! Lächeln, es geht los. Bürger von Bogon. Ich bin Captain Quark. Ich komme in dieser finsteren Stunde zu Ihnen, um die leuchtende Fackel der Gerechtigkeit in Ihre Galaxie zu tragen. Fackel der Gerechtigkeit? Wie Sie wissen, wurde eine Bedrohung namens Protopets auf Ihre Galaxie losgelassen. Aber keine Angst, Bogonia! Ich, Captain Quark, habe die Verbrecher geschnappt! Ja, liebe Bürger, diese Personen stecken hinter Megacorps scheußlichem Experiment mit dem Tod. Und jetzt werde ich mit diesem, Super-Elektro-Dings, das ich erfunden habe, die Bedrohung der Protopets ein für alle Mal beenden. Das ist mein Elixomorph! Ich habe ihn erfunden! Bleiben Sie dran, liebe Zuschauer. Ich werde das Signal von diesem Helix-O-Ding verstärken und so alle Protopets vollkommen harmlos machen. Eine kleine Demonstration. Oh oh. Oh oh. Mami! Funktioniert der Helixomorph eigentlich? Hat er mal. Ich kann ihn bestimmt reparieren. Komm schon, Clank. Wir holen ihn uns. Ja, genau. Holen wir uns das Vieh. Cool. Okay, cool. Aber... cool. Zurück zum Schiff. Das machen wir später, denn ich habe ja noch was versprochen, was zu machen. Und zwar die Platinbolts auf den Kopf hauen. Ist natürlich die Frage, können wir das schon komplett machen, weil es ist ja an Waffen gebunden. Oh, wo waren das Ding immer safe? Ich glaube, hier war es auf jeden Fall gewesen. Ich weiß ja nicht, wo diese Dinger jetzt alle waren. Oh Gott, Hilfe. Es kann sein, dass noch gar nicht alle auf den Kopf schlagen können, weil uns halt gewisse Waffen vielleicht noch fehlen. Aber vielleicht funktionieren nur auf halt die ganzen Anfangswaffen. Das kann natürlich sein. Was ich mir zumindest vorstellen. Oh ja. Yeah. So, wo war das da drüben? It's a girl. Cool.
So, da ist doch schon einiges. Erfasse mal die Qualifikation für die Reader. Let's go. Einfach rein damit. So, erfassen Modifikationen für Mini-Bomben, Säure für Mini-Atombombe, Mega-Gefechtsturm, Schock-Modifikation, Säure-Modifikation für Panzerbot, und, für die Spinne, schwerer Lancer erfassen, okay. Schwerer Lancer, Schock-Modifikation, Meteor-Pistole erfassen, Säure, let's go. So, mehrfach Raketenröhre erfassen. Let's go. Und Säure. Ja, hier wird sehr viel mit Säure gearbeitet, habe ich das Gefühl. So, Blitzkanone erfassen. Und noch mehr Säure. Ja, HK22. Erfassen. Schockmodifikation. Okay, cool. Der Dampfer auch shocking. Multistern. Und Säure für Multistern. Und ja. Wie wir sehen, fehlen uns noch ein paar Waffen. Aber wir konnten schon mal weitestgehend die meisten Waffen schon mal aufpäppeln. Ja. Schade. Ich hätte gerne wirklich auf alle Waffen das jetzt schon ausgeweitet. Aber wie wir sehen, ich brauche noch 100.000, 250. 370, ja, guten Morgen, wir sind jetzt schon bei 2 Millionen. Wir brauchen noch 2 Millionen. 2 Millionen. Mein Mist. Ja, das wird im neuen Spiel Plus gemacht, das werde ich dann wieder schön speedrunnen. Mal gucken, wie lange ich brauche. Beim ersten Teil habe ich das ja relativ gut geschafft. Das Spiel hier ist allerdings schon ein bisschen komplexer. Mal gucken. Besiege das mutierte Protopad. Ja. Borgs Rückkehr und dann wird er gleich mal verspeist. Cool. Cool, cool, cool. Aber mal ganz im Ernst. Wir haben das doch alle irgendwie gewusst, oder? Dass dieser Mr. Fizzwidget eigentlich Quark war. Das hat man eigentlich schon gut an den Stimmen gehört. Man hat es auch schon. Ihr habt es auch schon sehr gut in den ersten Kommentaren, in den ersten Let's Play-Videos schon gezeigt, dass da hier gesagt wird: Ja, hier bekannte Stimme und so. Ja, ihr habt recht. Habt sowas von recht. Megacorp HQ, Megacorp Labor. Cool. Sehr nice. Ja, wie gesagt, das Ding hier. Ich freue mich schon drauf zu Speedrun. Also die Kohle wird wieder echt der Oberhammer. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen den Boss doch erst im nächsten Part. Weil ich gehe davon aus, dass wir nach dem Abspann wieder ein schönes Video haben werden. Ich weiß natürlich nicht, wie lange der Abspann geht und so. Halt schon mal ein bisschen vorausplanen. Und ja. So halt, ne? Okay. Ich danke dann wieder fürs Reinschauen für heute. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit dem großen Storyfinale. Mit der großen Storyfinale. Egal. Wir sehen uns dann. Tschüss!